Yo, hey und hallo YouTube, willkommen zurück zu einer weiteren Folge unseres Pokémon Mond Let's Plays. Heute zurück mit Folge 14 und in der letzten Episode haben wir uns auf den Weg gemacht über Route 4 in diese neue City hier, dessen Namen ich mir nicht wirklich merken konnte, Ohana City oder so etwas. Auf jeden Fall sind wir hier auf den guten Tali gestoßen und haben uns einen Kampf mit ihm geliefert. Und bevor wir weitergehen, weil wir nämlich jetzt hier deutlich nach oben gehen müssen, Richtung Norden, um weiterzukommen, hier habe ich euch ein kurzes Team-Recap, damit ihr wisst, wo wir zurzeit stehen. Wir haben dabei auf Level 19 den guten Frankie mit Hyperzahn, Biss, Ruckzuckhieb und Gewissheit. Des Weiteren trägt er das Item Seidenschall, um die Normalattacken zu boosten. Wir haben den guten Slippery, unseren Starter dabei, mit Fund, Abknarre, Wasserdüse, Säuselstimme. Er trägt das Item Flinkklaue, weil er nicht der Schnellste ist. Und wir haben dabei Liz, die gute Liz, mit Steinwurf, Sandwirbel, Biss und Jaula. Trägt derzeit den Normium Z. Bringt uns allerdings nicht viel, da wir damit nur den Jaula abboosten können. Beziehungsweise als Z-Attacke benutzen können. Und dafür werde ich mir noch irgendwas einfallen lassen. Aber jetzt gerade habe ich noch nicht das Verlangen danach, die Mega-Z-Power-Moves jeden Kampf zu spammen. Von daher ist das absolut irrelevant. Jetzt sind wir hier auf der Ohana-Farm, wie es aussieht. Alle, die hier auf der Farm arbeiten, sind verrückt nach Pokémon-Kämpfen. Das hört sich gut an für jemanden, der Pokémon-Kämpfe mag. Gleichzeitig aber auch ziemlich ätzend für jemand, der nur hier schnell durch möchte. Aber ich würde liebend gerne noch ein paar Trainer bekämpfen. Mir ist ja gesagt worden, ich soll unbedingt noch trainieren, bevor ich die nächste Trial herausfordere. Und das kann ich jetzt auch nebenbei direkt mal machen. Da habe ich kein Problem mit. Ein Rockara also. Ich habe immer noch Frankie an der Spitze am Start. Wir haben nichts, womit wir dem Bokara irgendwas anhaben können. Deswegen sage ich einfach mal, wir machen einen strategischen Switch nach Slippery und abusen einfach unsere Type Advantage. Kommt der Härtner, aber es interessiert uns nicht wirklich, weil wir es eh Special Attacken. Und wir setzen die Akroknarre rein. Solider 2 Hit K.O. Von daher setzen wir noch eine Aquaknarre hinterher und das hat sich hier gegessen, geregelt und erledigt. Sehr schön. Ja, mit Folgenmagen sollte man nicht kämpfen, da gebe ich dir absolut recht. Wer überfressen ist, kann sich nicht konzentrieren. Ohana Farm, Kumu Weide. Das hört sich gut an. Oh, ein Trainer auf Inselwanderschaft. Du kommst wie gerufen. Komm mal mit. Es ist gerade ein Captain hier. Die Miltanks. Geht's, wie steht's? Kumu-Milch von der Ohana-Farm ist wirklich das Beste. So cremig und erfrischend. Und erst die helle Soße, die man daraus machen kann. Unbeschreiblich gut. Da wir uns hier über den Weg gelaufen sind, habe ich ein kleines Geschenk für dich. Bismarck kann nun per Pokémobilfunk herbeigerufen werden. Mit dem Bismarck-Detektor kannst du Items aufspüren, die unter der Erde vergraben sind. Dieser Slogan vom Pokémobil sagt alles aus. Hältst du den B-Knopf gedrückt, wirst du mit Items beglückt. Spring auf und probier es selbst aus. Hier in der Gegend liegt einiges vergraben. Am Plätscherhügel hinter Route 5 findest du meine gute Freundin Tracy. Grüß sie von mir. Bzzzt, Route 5 ist ein beliebter Ort für junge Trainer, die ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Bzzzt. Ich will ja nichts sagen, aber in diesem Spiel gibt es sehr, sehr viele weibliche Charaktere. Und ich habe nur drei verschiedene Stimmen für weibliche Charaktere. Einmal die ganz normale Mutter. Dieses ganz normale, ach ja, alles ist gut. Dieses etwas tiefere, natürlich. Dann dieses höhere, was ihr gerade gehört habt. Und dieses mysteriöse, verweinerlichte, was ich Lilly gegeben habe. Und wenn ich jetzt noch mehr weibliche Charaktere sprechen muss, vor allen Dingen auch noch in einem Gespräch, was bestimmt noch der Fall ist, gehen mir tatsächlich die Stimmen aus. Hey, Tauros.
Es triggert sich ein Event, alles klar. Das Taurus da, ärgerst du besser nicht. Von dem fängst du dir sonst ganz schnell einen Tritt ein. Taurus sind ja ohnehin schon temperamentvolle Pokémon, aber dieses Exemplar hier ist ganz besonders ungetüm. Andererseits ist es auch kein Wunder, denn es ist noch ganz neu hier auf der Farm. Wieso gebe ich ihm gerade eine weibliche, entspannte Stimme? Na egal. Eigentlich würde ich es gerne über Pokémon benutzen, aber ich kann es ja schlecht abrichten, wenn es bei jeder Kleinigkeit so ausflippt. Ich schätze, das hier ist ein Fall für die Herrin des Hauses, oder besser gesagt, die Herrin der Farm. Die hat ein Händchen für sowas. Die Herrin der Farm? Ich rede von der Herrin der Oana Farm hier. Die kriegt jedes noch so störrische Taurus in den Griff. Aber du hast natürlich schon recht. Es wird Zeit, die schweren Geschütze aufzufahren. Wir brauchen ja jetzt die Herrin der Farm. Die wird das schon für uns richten. Da haben wir sie ja schon. Die Herrin der Farm. Miltank. Miltank. Wenn Miltank hier sich erst... was? Wenn Miltank hier sich erstmal Gehör verschafft, dann kuscht jedes noch so widerspinstige Taurus ganz schnell und ist auf einmal so handsam wie ein Voltilam. Interessant. Da hört ihr es. Mit so einem störrischen Taurus ist überhaupt nicht zu spaßen. Sieht aus, als bekäme da selbst die Herrin der Farm so ihre Probleme. Wenn man es dazu kriegen könnte, erstmal ein wenig überschüssige Energie zu verbrauchen. Hey, was sagst du? Würdest du mal eben einen Kampf gegen das Taurus bestreiten? Sicher doch. Dann gib alles. Halbherzig wirst du diesen Kampf nicht gewinnen können. Wollte gerade sagen, können wir es auch fangen? Aber scheint nicht so zu sein, ist ein Trainerkampf. Let's go, Frankie. Du bist zwar nur eine Maus, aber trotzdem. Schnapp dir das Taurus. Ist nicht sehr effektiv. Ich bin auch vom Typ Unlicht, mein Freund. So, hoffentlich ist dein Taurus jetzt müde genug, dass es anfängt, auf euch zu hören. Slippery erreicht Level 24 und das passiv nebenbei. Und es versucht, Blubstrahl zu lernen. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Blubstrahl ist eine krass gute Attacke. Und ich hau dafür mal Aquaknarre raus, würde ich sagen. Sehr schön. Da bist du ganz schön in Schwitzen gekommen, was? Und das Taurus schaut auch ein wenig umgänglicher rein. Der geballten Ladung von dir und Miltank hatte das Taurus dann doch nichts mehr entgegenzusetzen. Danke dir. Du bist und bleibst die Herrin der Farm, Miltank. Es gibt nichts daran zu rütteln. Dank dir kann ich jetzt endlich durchstarten mit der Pokémobilausbildung für das Taurus. Hier, das ist ein kleines Dankeschön. Scope-Linse. Pokémon ist schon eine feine Sache. Davon haben nämlich endlich auch die Leute was, die keine Trainer sind. Ja, aber wenn ich kein Trainer bin, hätte ich wahrscheinlich auch nicht unbedingt Angst, aber nicht wirklich Lust, mich die ganze Zeit mit Pokémon so rumschlagen zu müssen. Falls mal was passiert und die nicht richtig hören, habe ich nicht mal was, um mich zu wehren. Aber wir haben gerade ein Item bekommen, was ich mal auschecken möchte. Scope-Linse. Ein Item, das einem Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Es erhöht die Volltrefferquote. Interessant. Ich finde das so cool gemacht, dass so überall in der Welt so Nebenquests versteckt sind. Wasser. Gönnt euch mal einen frischen Schluck. So Sachen machen dann so ein Spiel doch besonders. Aber dass die Herrin der Farm Miltank ist, hätte ich nicht erwartet und irgendwie ist es auch ziemlich merkwürdig, wenn ich ehrlich bin.
Das Wuffel, das ich per Tausch erhalten habe, will einfach nicht auf mich hören. Hätte ich doch nur mehr Stempel auf meiner Inselwanderschaft gesammelt. Welches Level ist denn dein Wuffel? 36? Hier geht's weiter. So, mal sehen, was wir im Gras haben. Wilde Tauros haben wir hier tatsächlich im Gras. Das ist cool. Das ist echt nice. Und da haben wir zum Beispiel einen Bedroher-Benutzer. Intimidate. Flucht gescheitert. Hornattacke, what the fuck? Kann ich bitte flüchten? Hallo? Ich bin weit über dir im Level. Dankeschön. Holy shit. Setz mal wieder Liz an die Spitze des Teams. So, weiter geht's. Ein Ritt auf Bismarck lohnt sich immer. Es kann verborgene Items für dich finden. Ich wollte gerade sagen, das könnten wir eigentlich mal machen. Ach, ups. Das war nicht geplant. Einmal bitte auf Bismarck. Ich weiß noch nicht genau, wie das funktioniert. Ich fordere erstmal den Typen hier raus. Und schaue mich da mal um. Ich wette, wir haben schon einige Items verpasst, weil wir das Ding ja auch ein bisschen früher schon gekriegt haben, da oben auf dem Feld. Aber, naja. Laurent Pampuli. Das ist definitiv eins der neuen Pokémon. Ampuli. Das ist vom Typ Boden, wenn ich mich nicht täusche. Ich hau einfach mal einen Biss drauf. Gucken, wie viel Schaden ich damit mache. Wie wär's mit einem Steinwurf? Ist nicht sehr effektiv. Macht aber fast genauso viel Schaden wie der Biss. Alles klar. Jetzt chillen wir erstmal eine Runde, mein Freund. Und hauen Slippery raus. Slippery ist nämlich sehr effektiv auf Boden-Pokémon. Holy shit, das Pokémon dreht durch. Das zerstört mein Team und das mit Level 15. Ich meine nicht, dass es jetzt eine Chance gegen Slippery hätte, aber trotzdem. Ey, die Animation von Blubstrahl sieht gar nicht so scheiße aus. Liz erreicht Level 19. Sehr schön. So, wollen wir uns doch hier mal umsehen. Da scheint noch eine... Ah, so funktioniert das also. Hier ist noch eine Zygarde-Zelle, wenn ich mich nicht täusche. Tadam! Das ist so cool, dass wir auf dem Pokémon reiten können. Holy shit. Sie haben dadurch eine Menge Items ersetzt im Spiel, beziehungsweise auch die ganzen HMs, die ganzen VMs. Hier ist irgendwas in der Nähe. Hallo? Spiel. Wo soll das sein? Bin ich blöd? Hier verschwindet es wieder. Hier ist es angeblich ja da. Muss es hier irgendwo in der Mitte sein oder so? Ich weiß echt nicht, wo das Item sein soll. Zeigt mir hier überall an, dass hier irgendwelche Items sind angeblich. Hä?
Ich bin ehrlich mit euch, ich weiß nicht, wo das Item sein soll. Oder vielleicht auch die 2-3 Items, die hier liegen. Ich werde hier später auf jeden Fall nochmal hinkommen, offscreen. Aber jetzt gerade will ich erstmal weitergehen. So. Das ist ein Mogelbaum. Sudubudu! Yorklef. Einmal weglaufen bitte, danke. Sehr schön. Und weiter geht's. Pokémon Hort. Hier werden Pokémon-Eier gefunden. Aha. Willkommen im Pokémon Hort. Trainer können ihre Pokémon hier bei uns in Pflege geben. In letzter Zeit kommt es auch immer wieder vor, dass wir bei den Pokémon in unserer Obhut ein Ei finden. Seltsam, findest du nicht? Wenn du uns deine Pokémon anvertrauen möchtest, dann sprich ihnen einfach mit meiner Schwester. Okay. In anderen Pferdenregionen gibt es eine Einrichtung, die man Pokémon-Pension nennt. Dort kann man seine Pokémon abgeben und sie trainieren lassen. Bei uns in Alola gibt es nur den Pokémon-Hort. Wir trainieren die Pokémon nicht und bringen jedoch keine neuen Attacken bei. Aber immerhin ist der Service preiswert. Und weißt du was? Wenn wir uns um zwei Pokémon kümmern, dann finden wir manchmal auf wundersame Weise ein Ei. Und niemand weiß, woher sie kommen. Wo wir gerade dabei sind, möchtest du dieses Ei hier haben? Ich habe es heute Morgen gefunden, aber hundertprozentig doch. Und auf die Frage, wie die Eier entstehen, da gibt es so kleine Pokémon, die machen dann so Sachen wie und dann am Ende kommt dann so ein Ei daraus, weißt du, was ich meine? Vielen Dank, aber zerbricht es nicht, okay? Ich bin gespannt, was daraus wird. Obwohl ich noch nie davon gehört habe, dass ein Ei zerbricht, bevor etwas schlüpft. Pokémon schlüpfen aus Eiern, wenn man sie im Team umherträgt. Das liegt bestimmt an der Kraft, die von den anderen Pokémon an das Ei weitergegeben wird. Vielleicht. Du da, nutzt das hier, um die Kraftreserven deiner Pokémon freizuschalten. Das kommt gut. Term 10 Kraftreserve. Dankeschön. Ich besitze die Gabe, den Typ von Kraftreserve zu erahnen. Wenn ein Pokémon die Attacke Kraftreserve lernt, weiß ich genau, welchen Typ diese sein wird. Keine Ahnung, weshalb ich über diese Fähigkeit verfüge. Aber, wo ich sie schon mal habe, ich demonstriere dir mein Können gerne an einem deiner Pokémon deiner Wahl. Ja, dann mach mal. Das ist sehr praktisch eigentlich. Damit kann man dann HPs für Competitive Battling easy herausfinden, ohne großen Aufwand. Gucken wir mal bei Slippery. Slippery interessiert mich. Würde dieses Pokémon Kraftreserve lernen, dann wäre die Attacke vom Typ Geist. Alles klar. Gibt man zwei Pokémon derselben Art in Pflege, werden schnelle Eier gefunden. Wenn beide unterschiedliche Originaltrainer haben. Alles klar, auch interessant zu wissen. Aber eigentlich ist das nicht so viel Neues. Was haben wir hier? Einmal hier reinsliden, sich mal umgucken. Da steht ein riesiger Truck einfach so im Weg rum. Die Gute scheint kämpfen zu wollen. Der Gute scheint kämpfen zu wollen. Müssen wir nach oben oder müssen wir nach unten gehen? Was hat Rotom denn zu sagen? Rotom sagt gar nichts, aber Rotom sagt, dass unser Ziel weiter nach Norden ist. Und wenn unser Ziel nach Norden ist, dann gehen wir erstmal nach Süden. Erkunden erstmal die restliche Farm hier zu Ende. So, Yorklef. Ich habe Liz für dich, mein Freund. Hoffentlich können wir eine Attacke überleben. Ich benutze jetzt mal Biss. Vielleicht kriegen wir einen Flinch, wäre super. Kriegen wir nicht. Wir haben auf einem HP überlebt. Okay, das wird mir zu heiß. Ja, wobei, ich könnte eigentlich mal heilen. Wir haben 20 Supertränke dabei, von daher mache ich mir nicht weiter Gedanken darüber. Und heilen unsere List mal voll. Zack.
Und zurück zum Kampf. Steinwurf drauf, mal gucken, ob das mehr Schaden macht, weil es Step ist. Jetzt, wo unser Angriff gesenkt worden ist, wahrscheinlich nicht mehr. Aber der Schaden ist immer noch ganz okay. Und wir outspeeden. Frankie erreicht Level 20, sehr schön. Kano werden wir definitiv nochmal draußen bei dem Feuer-Pokémon. Auch wenn unsere Tackle, unser Attack-Stat gelauert ist, doppelt gelauert ist wegen Intimidate, sollte Steinwurf eigentlich kurz einen Prozess mit dem Fukano machen. Es ist nicht mal ein Two-Hit-K.O. So hart wurde unser Attack-Stat schon gelauert. Egal. Macht nichts, drei Hits machen den Job genauso gut. Und nochmal den Steinwurf hinterher. Und damit geht die Experience an Liz. So können wir unser Team nämlich ungefähr auf dem gleichen Stand halten. Ich kümmere mich mal kurz um Liz. Ich habe da irgendwie gerade Bock drauf. Ich finde dieses Feature ziemlich, ziemlich cool. Oh. Nanu, Frankie entwickelt sich. Diesmal haben wir eine andere Musik, wie es aussieht, und eine andere Farbe im Hintergrund. Ey. Hey, das ist auch cool. Jetzt haben wir die komplette Reihe und dann wird der Hintergrund rot. Nicht schlecht. Psst, Bingo! Psst, du hast alle Pokémon auf einer Seite registriert. Psst. Ein Gourmet, dem Geschmack und Frische seines Futters wichtig ist. Restaurants gelten als angesehen, wenn sich ein Radikal einnistet. Interessant. Frankie versucht Grimasse zu erlernen. Nee, ich möchte gerne die bekannten Attacken beibehalten. Sehr, sehr cool. Und du bist dreckig geworden, Liz, habe ich gehört. Was hast du denn da? Das funktioniert nicht, so wie es aussieht. Das Dreck, können wir das abwischen? Nee, das scheint irgendwie Sand zu sein. Ah. Und sauber bist du, siehst du mal. Wunderschön, ich finde, das ist ein tolles Feature, ich weiß auch nicht warum. Aber irgendeine Bohne, die deiner Farbe entspricht, sowas hier. Ja. Ja, nimm noch eine gelbe. Wunderbar. Ich finde, das ist so ein tolles Feature, dass man seine Pokémon hier nach dem Kampf von Status Sachen befreien kann. Hier Gift, Schlaf, Paralyse, all sowas. Dass man es davon befreien kann, ist ziemlich cool als Feature. Außerdem, dass man sich so darum kümmern kann. Hat irgendwie einen Art Nintendox-Style mit drin. Ich mag das. Das ist irgendwie sehr angenehm. Das ist was Tolles für zwischendurch und ja. Das ist einfach irgendwie was Neues. Also was heißt Neues? Das ist ja nicht direkt Neues. Pokémon Ami gibt es ja schon was länger, aber es fühlt sich, sag ich mal, nach dem Kampf sofort sich um das Pokémon kümmern zu können, fühlt sich gut an. Die Mogelbaum sind völlig geknickt, weil sie gegen Tracy verloren haben. Captain Tracys Z-Kraft des Wassertyps war wohl zu viel für sie. Jetzt suchen sie sofort das Weite, wenn ein Aquium Z auch nur zu sehen ist. Alles klar. Das heißt, wir werden wahrscheinlich hier erst durchkommen, wenn wir den Aquium Z haben von Tracy. Pampuli sind hier im wilden Gras, im hohen Gras. Im wilden Gras, sag ich immer. Wilde Pokémon im hohen Gras. So rum. Ist hier noch irgendwas im Gras?
Ach. Ein Item. Heilball. Sehr schön. So, und hier müssen wir jetzt lang gehen Richtung Norden. Aber ich würde sagen, hier ist ein guter Spot, um die heutige Episode zu beenden. Ich speichere wie immer das Spiel, damit wir keine Daten verlieren. Und wenn euch das heutige Video gefallen hat, Leute, dann lasst einen Like da, einen Daumen nach oben. Und schreibt mir einen Kommentar unten in die Comments. Ansonsten subscribe zum Kanal, damit ihr keinen Pokémon und auch keinen Call of Duty Content mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen traumhaften Tag und haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.